Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 3 Episode 31 des Blind Playthrough. So blind. Ich habe gefarmt und hab die Sense gekriegt. Ich zeige sie euch gleich. Ich musste mir eine andere Rüstung anziehen, weil das Murakumo einfach so schwer ist, dass wir in der Silberrüstung einfach massive Probleme gehabt hätten. Fat Roll, um es genau zu sagen. Und ich hatte mir überlegt, vielleicht nicht in das Dungeon zu gehen. Wir haben es jetzt angerissen. Cooles Gebiet. Ich freue mich drauf. Aber vielleicht erstmal da weitergehen. Hier für euch die Sense, die direkt mit einem A anfängt auf Geschicklichkeit, was extrem gut ist. Sie wiegt auch sehr wenig. Und was mir daran richtig gut gefällt, ist, dass die so eng gegriffen wird. Und wenn man Schwünge macht, sind die Schwünge kurz vorm Körper. Und nicht so weit nach vorne hin, weil bedenkt, man muss ja bei solchen Waffen immer direkt mit der Klinge treffen. Und dann finde ich das ganz angenehm, wenn die Schwünge kurz vom Körper passieren und nicht erst irgendwo so weit hinten. Dass man erstmal lernen muss, Distanz zu halten. Ihr wisst sicherlich, was ich meine. Also zurück zum... Wo bist du hin? Ich sehe dich nicht. Da bist du. Murakumo plus 6, Sharp. Skaliert mit A auf Geschicklichkeit. Und ich bin schon mal durch die Tür gegangen und da warteten zwei Crystal Lizards auf mich. Ich habe die beide platt gemacht. Ihr kennt mich. Bei Crystal Lizards fällt es mir unglaublich schwer, mich zurückzuhalten. Und in dem Fall habe ich sie niedergemacht. Und hier ist das PvP Valhalla. Hier treffen sich alle. Das hier ist ein Covenant, das wir, glaube ich, noch nicht kennen. Gold, rot. Das hier ist dieses Covenant aus dem Undead City dort, wo wir waren. Wo der Endboss dieser komische Baum war. Das Covenant haben wir noch nicht gefunden. Und ich bin da jetzt schon mehrfach rübergelaufen. Ich bin mir ziemlich sicher, es hat was mit dem NPC im Käfig zu tun, der uns da einen voll quatscht, aber... Ja, der redet irgendwas mit Nana hier, Nana da. Und, keine Ahnung, ich weiß jetzt gerade nicht, wo ich da noch gucken soll. Kommt vielleicht noch. Da stehen Leute, die sehen aus, als hätten sie Lelivelin-Rüstungen an aus Dark Souls 2. Da oben laufen fette Priester durch die Gegend. Ach Mann, ich bin aus Versehen dagegen gekommen. Im Großen und Ganzen wird das, glaube ich, kein Spaß, über dieses Geländer zu laufen. Aber... Lebt hier einer noch? Ich hätte schwören können, hier hat irgendwas richtig großes, lautes Geräusche gemacht. Soul of a Warrior. Schon wieder das Geräusch. Ich mag das Movement-Set von Murakumo. Finde ich viel besser als in Dark Souls 2. Au. Es macht vor allen Dingen nicht so viel Lärm. Dark Stoneplate Ring wird sehr wahrscheinlich die Darkness-Resistenz boosten. Nichts Außergewöhnliches. Jetzt bin ich doch ziemlich gespannt, was hier solche Geräusche macht. Oh meine Fresse, wenn das nicht wie Anor Londo aussieht. Mit diesem verdammten Fahrstuhl auch noch. Oh yes.
Folge 31 und ich bin immer noch... Ich könnte hier echt eine Woche Urlaub nehmen und einen 24/7 Stream auf Twitch einläuten. Echt. Immer noch völlig gehypt. Wo habt ihr denn Zielen gelernt? Naja. Hui! Der war gut. Dafür kriegst du nachher einen mit dem Schwert. Auf den Popo. Da ist ein Crystal Lizard da hinten. Und ein Schalter und ein Fahrstuhl, wie es aussieht. Lasst uns erstmal schauen, ob wir irgendwie zum Crystal Lizard hinkommen. Ich wollte gerade schreien, das ist der Bosskampfraum aus Dark Souls 1, aber es kommt nicht ganz hin. Es kommt nicht ganz hin. Ist der Lizard abgehauen? Vielleicht habe ich mir nur eingebildet. Nein! Hab ich nicht. Simple Jam. Das wollten wir uns angucken. Stimmt. Entschuldigung, habe ich vergessen. Infused to create simple weapon. A gem of infused titanite said to be an object of inefitation for victims of standard development. Eh? Use it in infusion to create simple weapons. Aha. Simple weapons inflict magic damage and restore FP. Very gradually, to help even a simpleton master some metal. Jetzt übertreiben wir alle so ein bisschen mit den verschiedenen Infusions gefühlt? Fragezeichen. Ach was, Lift. Oh. Hier kann man schön gucken. Aber wir sehen ein Bonfire. Ach so, da unten waren wir doch. Ich wollte schon sagen, wo sind wir denn jetzt hier plötzlich gelandet? Aber nö, wir sind ja auch die ganze Zeit rückwärts gegangen. All diese Nachrichten auf dem Boden lassen mich vermuten... Oh, 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 du atmest aber auffällig. Schlaf einfach weiter, beachte mich gar nicht. Oh, hast du viel Natur. Ah, Fußball, hä? Wow, 600 Damage. Symbol of Avis, mal wieder. Oh, Moment. Golden Ritual Spear, mal wieder. Okay, das Symbol of Avis. Sehr schön, freut mich. Freut mich sehr. Head of an Avarious creature that mimics treasure chest can be worn if one... So wishes. Increased soul absorption from defeated enemies as well as item discovery. But the curse of the branded also drains HP. The very form of this creature is thought to be a form of brand, a punishment for sin. Sehr gut. Damit kann man endlich wieder vernünftig Gegenstände farmen. Das erhöht nämlich die Drop-Chance. Und der Speer, wo ist der? Das müsste so ein Caster-Speer sein. 18 Intelligenz, dabei hat es überhaupt kein Scaling Intelligenz drin. Gott, wie ich sowas hasse. A ritual spear presented to Dark Moon Knights before Sullivan claimed the title of Pontiff. Can also be used as a staff. Sorceries cast using this weapon channels the wielder's faith.
Okay. Also deshalb auch die Intelligenz. Man benutzt den zum Zauberwirken, aber skaliert mit Faith. Interessant. Das wäre sowas für meinen Charakter jetzt zum Beispiel. Hätte ich jetzt mehr Int, würde man für meine Zauber aber mit Faith skalieren. Und ich habe ja relativ hohe Faith. Nicht schlecht. Grundsätzlich. Diese Tür gehen nicht auf. Ich glaube nicht, dass die überhaupt aufgehen. Ich stand davor und ich hatte keine Aktionsmöglichkeiten. Die galten als eine normale Wand. Okay, ich muss jetzt durch diese Schwabbeltypen durch, ne? Und Boom! Ha! Da liegt er. Das Aufladen von der Waffe dauert nur deutlich länger als bei der Katana. Man hat aber erhöhte Poise, wie es scheint. Da ist dieses Narchen schon wieder. Schade, ich wollte dich ganz gerne von hinten überraschen. Das klang jetzt verkehrt, aber. Ihr wisst, denke ich mal, alle, was ich gemeint habe. Oh, die Lilivelin-Leute haben sich gerade in Bewegung gesetzt. Oh, shit. Nur noch eine Frage der Zeit, bis die mich erreichen. Das hätte so cool ausgesehen, wenn das geklappt hätte. Hey, die kämpft gegen was anderes. Keinerlei Hinweise. Es hörte sich an, als hätten sie einen Dark Knight oder einen Silver Knight besiegt. Ah ja, super. Der Teil, den wahrscheinlich niemand aus Dark Souls 1 vermisst hat. Über diese Dinger laufen und von Great Arrows beschossen zu werden. Ganz fantastisch. Lass mich raten. War nur geraten. Nur geraten. Shit, geht das tief runter. Moment, ich möchte erstmal wissen, wo die zwei Krieger hin sind. Ah, die gelten als Gegner. Die haben diese Doppelspeere, die ich mal in der Ladezeit gesehen habe, die ich so gern hätte. Das hat mal überhaupt nicht funktioniert. Shit, Alter! Man ist ewig im Stunlock, das sage ich euch. Man kann sich kaum bewegen. Hab auf Rollen gemasht wie bescheuert. Hat sich nichts getan. Er hat nicht gerollt, gar nichts. Einfach Dauerstun. Ich zieh mal kurz eine schwere Rüstung an und leg mal das Murakumo weg. Gehen wir da mit der Katana mal rein. Und ein bisschen mehr Poise. Dass, wenn die mich nochmal erwischen,
ich da nicht so am Rumjockeln bin. Und eventuell unten rum. Mal schauen, gegen wen auch immer die gekämpft haben. Eventuell können wir davon profitieren und denen in den Rücken fallen. Das hat jetzt auch nichts mehr mit Unfairness zu tun. Die sind zu zweit mit coolen Waffen, die cool leuchten, und ich bin allein. Und an mir ist gar nichts cool. Von denen bewegt sich echt niemand. Der hier, der schläft. Den kann ich anvisieren. Boah, ey. Schon wieder so ein Dauer-Stunlock. Hi, Riesentyp. Finde ich gut, dass du auf uns alle losgehst. Sehr schön, darauf habe ich gehofft. Ja, mach weiter so. Bist ein Bro, Alter. Ich weiß, du magst mich auch nicht, aber... Na, Sperrheini, was denn los, ey? Eben noch so eine große Fresse? Dass ich hier feststecke. Das wollen wir ja nicht. Na komm, schlag zu, Alter. Dauerstun. Guck mal, wie lange der Charakter da noch dumm rumsteht. Wurde ich gerade getroffen oder was? Idiot, ey. Beweg dich. Und du? Mach mal was. Ja, zum Beispiel. Zack. Genau sowas würde ich sehen. Shit. One hit. Aber genau so machen wir es. Wir baiten diese beiden Arschgeigen durch den Riesen durch. Weil, boah, alles andere ist einfach nur unfair. Wie lange man gestunt ist, wenn die eintreffen. Der Charakter steht einfach nur still und macht erstmal gar nichts. Eine halbe Sekunde lang gefühlt. Kann man auf Rollen smashen, so viel man will. Er tut erstmal nichts. Man müsste die einen nur zweimal hintereinander treffen, ne? So viel Schaden, wie die fahren. Aber dass der Typ mich one-hittet. One-hit. Das ist einfach krass. Also... Hör auf, Alter. Hey, wo ist denn dein anderer komischer Kumpel? Alles aufgeräumt. Wo ist denn der Keulenfurz? Da vorne ist der Sperrhain. Hey, Sperrhaini. Fick dich selbst, echt. Das ist doch die Leiche des armen Riesen. Boah, in Ruhe. Wow, vielen Dank dafür. Du Arsch. Jetzt, wo du alleine bist. B
Boah, der Charakter ist gelähmt, ey. Der ist echt gelähmt. Jedes Mal, ey. Ja, genau. Die Scheiße auch noch. Ah, ihr seht's, ne? Der steht einfach nur dumm da, lässt sich die Fresse polieren. Länger. Immer noch länger. Oh, scheiße. Da geht's ja runter. Also, wenn der Keulenheini nicht da ist, dann kann ich den Kerl auch alleine angehen. Aber wo ist denn der Typ dann hin? Ich meine, ich wurde getötet. Letztes Mal, nicht er. Krasse Speere, die er da hat. Meine Fresse, gehen die ab. Ich glaube, das ist aber vielmehr die Verzauberung. Dass er mich vorhin mit den Speeren ohne Verzauberung getroffen hat. Hatte ich das Gefühl, schneller reagiert. Also, dass der die Befehlseingabe schneller annahm als ohne Verzauberung. So ein Ärgernis, hier einfach runterzufallen, obwohl der Kampf schon fast gewonnen war. Du bist allein. Ha! Allein. Ach, hör doch auf mit dem Feuer, das nervt einfach. Komm her, Bro. Oh ja, danke. Super, ja. Ein noch. Dankeschön. Vielen Dank. Spaß. Wie wär's mal, wenn du es nicht machst? Was hältst du davon? Okay, Backstep interessiert ihn auch nicht. Aha. Okay. Ich schwöre, ich hätte schon zwei Backsteps landen müssen. Das nervt ja einfach nur. Oh, ist die Verzauberung ausgelaufen, du unfähiges Miststück. Oh. Plötzlich kann es nichts mehr. So. Dann gehe ich da jetzt mal hoch und bedanke mich für diese wunderbaren Anfeuerungen. Hi Jungs, erkennt ihr mich wieder? Ganz offensichtlich. Ich glaube, die Kerze benutzt du falsch gewesen. Ich zeig dir, was man mit Feuer macht, Arschloch. An dem Typen hier. Einfach zu viele Feuerbälle. Einfach zu viele. Da ist er nicht mal gestunt, der Fettsack. Sprungangriff mit Feuerwaffe. Interessiert ihn nicht. Nicht mal gestunt ist er dann. Wow. So. Meine Dankbarkeit ist aber noch nicht am Ende. Upsala. Es gibt ja noch jemanden, bei dem ich mich bedanken muss. Ich glaube nicht, ich hätte nicht vergessen, wie du mich platt gemacht hast. Ich habe hier nichts getan. Ich bin hier nur durchgegangen. Arsch.
Oh, meine Dankbarkeit kennt immer noch keine Grenzen. Hallo. Oh, Entschuldigung. Tat das weh? Hm. Ich möchte, dass ihr wisst, dass das alles eure eigene Schuld ist. Vollständig. Ohne jede Zweifel. Alles selbst verschuldet. Was hast du da eigentlich im Rücken, sag mal? Eine Laterne, sehr schön. Damit er beim Rückwärts-Einparken was sieht. Gut, dann sind wir uns ja einig, wer hier der Hahn im Stall ist. Dim, 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 dim. Ich kann die sogar benutzen. Okay. Parrot Spear of Drag Knights. Nein, die heißen nicht Drag Knights. Ich hasse das. Proclaim it. Descendants from the land known from the legend of the Linking of the Fire. When the Drag Knights disbanded, they scattered across the land as sellswords. Das ist alles alter Quatsch. Das kennen wir schon von den alten Beschreibungen. Kann in Kombination mit einem Schild verwendet werden. Kann nur nicht zweihändig geführt werden, dann greift er. Ah, ich muss sagen, mir gefällt das. Kann man das noch extenden? Achso, ein Schlückchen Blau trinken. Ja, kann man. Gibt's noch einen zweiten Schub hinterher und nochmal einen Sprung. Coole Sache. Echt geile Waffen. Ich wette, das sind Twinkling Titanites Updates. Doppel-D. Ich schätze mal mit einem Hang zur Geschicklichkeit. Werden wir aber noch feststellen, sobald wir wieder zurückfahren. Ins Nexus. Ich sag dazu jetzt Nexus. Ist mir scheißegal. Das Spiel ist zu sehr... Sowas Geiles liegt jetzt hier rum. Das Spiel ist zu sehr wie Demon's Souls, als dass ich jetzt als irgendetwas anderes bezeichnen soll. Gorgeous View? Na, ich weiß ja nicht, ob mich hier ein Great Arrow treffen könnte. Oha, da will ich hin. Aber es stimmt, Gorgeous View. Man sieht halt nur nicht besonders viele Details. Und hier muss man hoch, vorbei an diesen Irren, die mit Great Arrows auf einschießen. Kriegen wir alles hin. Da gar keine Zweifel dran. Hier kann man auch längs. Aha. Nur vorher möchte ich in diese geheime Geheimwand mit den tiefen Abstiegen. Ich möchte unbedingt wissen, wo es hingeht. Ey, es ist ja noch viel tiefer, wenn man das runterfährt. Oh, verdammt, so ein Teil. Nicht mehr viele Estus-Flasks. Ha. Und was ist das da hinten für ein Blob? Schade. Fresse halten, herkommen. Los! Es scheint bei denen nicht zu funktionieren. Nur so ein Verdacht, aber ich glaube, es geht nicht. Daneben!
Shit, machst du Damage. Oh, alter Schweden. Ja, wuselt euch in eurem Sieg. Es wird nicht lange halten. Irgendwas werde ich mir überlegen. Ja, das Logischste ist natürlich erstmal versuchen, sie einzeln zu pullen und zu schauen, was dann passiert. Aber der Weg dorthin ist kein Problem. Und die Katana hat ja allerdings ziemlich viel Schaden an denen gemacht, ne? Das größte Problem wird es sein, mal ganz kurz Ruhe zu haben, um dort ein paar Schläge anzusetzen. Aber Damage schienen wir zumindest genug zu machen. Zur Not switcht man auf das Murakumo. Guck mal, die Riesen sind wieder da. Kann die also farmen, wenn man es unbedingt will. Ist nur die Frage, wo dieser Doppelkeulentyp hin ist. Der irgendwie... komisch, ne? Verschwunden. Heiße Hände, heiße Füße. Heiß. Schub. Komm her, du Radde. Menü? Jetzt aber. Nope, das gibt's doch nicht. Ja, mit dir rede ich. Beweg deinen Arsch hierher. Ja, dann bleibt er halt stehen. Hey, du da! Treffer. Ist ja gut, komm her. Ich lauf nicht weg. Nein, ich lass dich nicht allein. Au. Hä? Was? Das ist wieder das ganz kleine Problem, das ich mit dem habe, dass ich absolut nicht weiß, woher manchmal bei denen der Schaden kommt. Ich versteh's nicht. Vielleicht sind's die Rippen, dass man sich unter ihnen, also auch nicht schräg oder neben ihnen, unter ihnen, sich bei den Rippen aufhalten darf. Weil das in Wirklichkeit keine Rippen sind, sondern ein Maul oder sowas. Ich weiß es nicht. Aber man kassiert einen Stunlock und weiß eigentlich nicht wirklich, woher. Ich meine, klar, die machen abnormal viel Damage, das ist echt übel. Aber alles machbar, absolut kein Problem eigentlich. Wenn man nur irgendwie ein Ticken mehr über diese Viecher wüsste. Ich meine, jetzt hat mich das Ding zweimal getroffen und ich habe ja mit Absicht spekuliert, dass ich einen zweiten Treffer überlebe. Ich habe mich mit Absicht nicht gehalten. Ich dachte, warum? Wofür? Zwei Dinger werde ich schon einstecken können, aber nein. Nicht mal von diesen kleinen Hieben konnte man zwei einstecken. Ich mache das jetzt einfach mal auf die unfaire Weise. Mit kleinen Mühe mehr HP. Um zu schauen, ob was ist das, was das für Stellen da im Körper sind, an denen man sich absolut nicht aufhalten darf. Ich schlag, aber ich treffe auch nicht, keine Sorge. Also, boah. Da war das schon wieder. Hab Schaden gekriegt, keine Ahnung woher. Jetzt sehe ich das mal nichts.
guck mal an Seelen. Aber null. Das zum Beispiel, was war das? Woher? Das sind keine Rippen, da bin ich mir ziemlich sicher. Das muss irgendeine Art Maul sein. Und wenn der oben zubeißt, dann beißt er vielleicht auch unten gleichzeitig zu. Ich habe keinen Plan, wie die aufgebaut sind, die Typen. Auf jeden Fall nicht logisch. Und die Ladezeiten, ne? Also, echt. Was geht hier zwischendurch ab? Boah. Warum? So lang. Wenn wir die Katana komplett ersetzen gegen das, können wir dann noch... das ist hart an der Grenze, aber wir können noch ein bisschen rollen. Das ist vielleicht etwas zu hart an der Grenze, oder? Oha. Wenn alles scheitert, machen wir die mit Giftpfeilen. Ich hatte gehofft, man kann die mit Alluring Skulls bewerfen, so dass die aufeinander gegenseitig aufeinander losgehen. Sogar gegen die Wand gesprungen. Toll, jetzt hast du so viel Krach gemacht, jetzt hast du den anderen Legastheniker geweckt. Wow, ein Treffer. Gut, dann müssen wir erst den anderen mit Giftpfeilen machen. Nützt ja alles nichts. Schade. Gerade wo ich so ein bisschen das Gefühl hatte, den Typen ein bisschen besser kennengelernt zu haben, musste der andere Trottel sich einschalten. Schauen wir mal, ob wir die mit Giftpfeilen beikommen können. Oder ob die immun sind. Oder ob der, sobald er den ersten Schaden kassiert, gleich losläuft. Denn vorhin hat er keinen Schaden genommen, aber Giftpfeile hatten in den letzten Teilen trotzdem Gift transportiert, auch wenn der Pfeil selbst beim Einschlag keinen Schaden verursacht hatte. Hm.
Ups, die waren doch etwas größer, als ich dachte. Lightning Breath. Der ist ziemlich schwer auszuweichen, weil die auch immer verdammt viel Distanz aufbauen, die schlauen Viecher. Die bauen echt Distanz auf, bevor sie dich anatmen. Und direkt unter ihnen zu stehen bringt nichts, weil das Ding so einen relativ großen AOE macht, wenn er es auf den Boden trifft. Das heißt, man müsste wirklich weit weg stehen oder direkt hinter ihnen stehen, damit einen der AOE nicht erwischt. Puh. Na, jetzt war eigentlich das Problem, dass der zweite geweckt wurde. Was äußerst schade ist und äußerst unnötig, weil einer allein ist schon gefährlich genug. Am besten von so weit hinten wie irgendwie möglich, damit auch wirklich null Schaden bei dem ankommt. Das war wohl zu hoch. Treffer. Nick, wenn ich treffe. Treffer. Tja, scheint wohl immun gegen Gift zu sein. Man sieht so eine kleine Giftwolke von den Pfeilen da weggehen. Aber das interessiert die irgendwie überhaupt nicht. Guck wieder weg. Na komm weg, guck weg. Was ist das da Blaues eigentlich? Na, lieber nicht gegenschießen. Nachher brauchen wir es noch oder sowas. Wie? Kein Damage? Ups, Alter. Ich wünschte, ich könnte auf die Leiter klettern und eine Plunging Attack machen, aber... Ich weiß nicht, wie man das loslassen soll. Kommt das Ding jetzt mal? Wenn man vom Teufel spricht. Boah. Boah, ey. Da muss ich mir was überlegen. Da muss ich mir was überlegen. Ich probiere mal kurz alleine weiter. Und melde mich dann wieder bei euch. Hallo zusammen. Jetzt habt ihr den ersten Kampf verpasst. Der Kampf begann so schnell, ich konnte die Kamera nicht mehr starten. Aber im Grunde musste man es auf die harte Tour lösen. Der hier müsste jetzt leichter sein, weil man sich freier bewegen kann. Er schnappt zweimal. Ah, das Schild war nicht schnell genug oben. Und
Genauso habe ich es eben auch gemacht. Wenn der Lightning atmete, dann habe ich die Zeit genutzt zum Heilen oder das Maurokoma aufzuladen. Das wäre mit der Katana auch gegangen. Zweimal zubeißen. Das ist ganz klassisch. Geil. I'm not even mad. Das habe ich noch nie gesehen. Ja, witzig, dass der Leichtere mich jetzt doch killt, aber puh, das war leicht magnetisch. Ich befand mich in der Rolle, aber wahrscheinlich, wenn er den Angriff macht und sein Mund berührt euch nur ein bisschen, dann gilt das schon als Treffer. Ähnlich wie mit den Dark Wraiths und ihrer Hand, die nach euch greift. Ihr werdet die Erfahrung sicherlich gemacht haben, ich bin mir sicher, dass ihr euch gewundert habt, wie konnte mich diese Hand jetzt eigentlich greifen? Ich war mitten in der Rolle oder ich stand woanders oder sonst was. Da ist gerade bei der Hand ist ein unglaublicher Magnetismus drin. Wenn sie euch irgendwie in irgendeiner Art und Weise berührt, dann klippt die Hand zu euch und dann war's das. Also, in der Regel überlebt man das, nur dann wird der Angriff ausgeführt des Dark Wraiths. Er drückt auf den Boden. Aber es gab keinen Trick. Man musste es auf die harte Tour machen. Ich habe das Black Knight Shield in die Hand genommen, weil ich in dem kleinen Gebiet da unten zwei Angriffe hintereinander blocken musste und das Black Knight Shield ist, glaube ich, das größte Schild, was ich benutzen kann mit der höchsten Stabilität. Physikalische Defense war mir jetzt gar nicht so hoch wie Stabi. Ich wollte nicht zusammenklappen beim Blocken, das war mir das Wichtigste, deswegen habe ich das benutzt. Hauptsache jetzt nicht vom Mund erwischt, aber er stirbt auch gar nicht. Das lief sehr schlecht. Wenn er diesen Sturz macht, der macht das zweimal, dieses Beißen. Weil nach dem Sturz auf euch herab kann man in der Regel einmal zuschlagen oder sich heilen. Jetzt beißt er wieder zweimal zu. Und dann ist man auch tot. Zweimal zubeißen ist zu viel. Jetzt war das aber gerade viermal hintereinander und nicht zweimal hintereinander kurz, so wie ich das komplett gewohnt bin. Schon merkwürdiges Vieh. Ich war so fest davon ausgegangen, dass ich den jetzt packe, dass ich gar nicht die Seelen aufgehoben habe. Ich glaube, hier unten im Keller haben wir jetzt direkt ein Level-Up verschwendet. Aber gut, ist halt so. Alles für die Wissenschaft. Bleibt dran, um zu erfahren, was das für Gegenstände sind. Ihr werdet es ja gleich wissen. Ring of Favor.
and Protection, hieß der früher, glaube ich. Human Drags. Ja, gucken wir uns gleich mal an. Ein Bonfire ist hier. Ein Deep Gem. Pray to Archdeacon McDonnell. Warum? Oh, Aldrich Faithful. Moment, Moment, was? Offer? Human Drags, okay. Das hat ein bisschen was von Bloodborne, das Ganze. The holy symbol of the cathedral of the deep, a crest of those who see beyond fire to the edge of deep waters, equipped to pledge oneself to the Aldrich faithful covenant. The faithful ensure that Aldrich, devourer of gods, remains undisturbed by taking the form of loyal spirits and hunting down those who would trespass the ruined cathedral. Summoning takes place automatically. Okay, das ist mal wieder ein PvP covenant. Aber viel wichtiger ist jetzt der Ring. Ob der genauso funktioniert wie der alte. Ring of Favor, Increase HP, Stamina, Maximum Equipment Load. Zum Beispiel, ich rüste mal den hier aus. 64,4 Equipment Load, 67,6. Ihr seht ja den Unterschied unten. A ring symbolizes the favor of the goddess Fina, whose faithful beauty is mentioned in legends. True to the fickle nature of Fina's favor, her ring increasing HP, Stamina and maximum XP load. Da steht nichts davon, dass er zerbricht, wenn man ihn abnimmt. Und ich glaube, ein Ring, der so universell euch buff-bufft, ist die Mühe hier wert. Den ersten Kampf habe ich mit dem Schild gemacht. Den konnte ich leider nicht so schnell aufnehmen. Das Vieh kam sofort. Weil ich hier nicht so viel Platz hatte zum Rollen. Und beim zweiten habt ihr es gesehen, ich habe selten geblockt und bin eher tatsächlich dem Motto treu geblieben und federleicht versucht, den Angriffen aus dem Weg zu räumen. Okay, meine Freunde, das war's erstmal. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tut mir leid fürs häufige Sterben. Macht es gut alle zusammen. Ciao, ciao.